Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk mir ein. Soll ich ihm gucken wegen Tanke? Ja, ich finde den süß. Ja, ich auch. So, meine Söhne, wir sind heute wieder live in GTA-RP-Gedöns hier. Ich glaube, ich gehe erstmal Geld abholen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Geld, um das ein bisschen aufzumotzen hier. Digga, macht er einfach Hände hoch, Alter. Was ist denn bei dem los? Was war das nochmal? Oh. Hallo? Pinker, du? Shalom, shalom. Jo, was geht ab? Scheiße, man, das ist ja nicht als wir zusammen. Und? Was? Wie viel Nächte hast du durchgemacht? Oh, einige, so wie du. Ich hab das mit den Augen habe ich von meiner Mutter geerbt. Das ist von deiner angeboren. Mutter, angeboren ist es? Jo. Ja, und dann auch mit Eyeliner verfeinert, ne? Ja, mach dich mal nicht drüber lustig, das ist eine ernsthafte Krankheit, ne? Ja, ja gut, meine Krankheit ist auch bekannt, ne? Ja, was hast du denn? Ja, Alkoholismus. Ach so, das ist doch normal. Oder nicht? Bisschen saufen geht doch immer. Ein bisschen saufen? Okay. Jo, also der hat keine Ahnung, was bei uns abgeht, ne? Okay. Ja, so 2 Promille am Tag ist doch nicht verkehrt, ne? 2 Promille? Mit 2 Promille wache ich auf. Da lege ich mir wahrscheinlich schlafen, Junge. 2 Promille? 2 Promille? Ich lass mir extra morgen Urin geben von meinem Kollegen hier, damit ich nicht anfange zu zittern. Ja, ich muss schon sagen, so ein Helm ist auch ganz schön praktisch, ne? Also da hat man immer was zu trinken dabei. Ich pinkele mal seinen Helm, er pinkele mal meinen Helm. Ne? Genau, damit die Umdrehung passt. Wasser. Ja gut, Pisse wollte ich jetzt nicht trinken, aber so ein bisschen Bier ist auch nicht verkehrt, ne? Guck mal, das ist der Unterschied zwischen einem Alkoholiker und einem, der denkt, der wär's, ne? Weil wir brauchen die Umdrehungen, ne? Und da er die Umdrehungen mitbringt, ne, trinke ich halt seinen Urin. Genau. Und umgedreht. Genau. Ich wollte nicht meine eigene Pisse trinken. Denn da es mein Bruder ist, bleibt es eine Familie, ne? Jo. Jo, wenn die Pisse in der Familie bleibt, ist nicht verkehrt, ne? Wie heißt das? Sieht's aus, ne? Wie ist denn das? Ich merk, du verstehst uns. Ja, ich versuch's. Wie ist denn dein Name, Freunde? Mein Name ist Gunibert. Gunibert? Jo. Ich bin noch nicht so lange hier, ich bin frisch eingereist. Ich bin hier noch so ein bisschen am Abchecken hier. Ja, dann wenn du einen neuen kennenlernst, wenn du einen neuen kennenlernst, ne, dann frag ihn mal, ob er die Crackheads kennt. Genau. Jo, das kann ich gerne mal machen. Und wenn der nicht weiß, wer das ist, dann sag die Bierhelm Boys. Das Problem ist, wenn ich mir jetzt auch so einen Helm hole, gehöre ich dann dazu oder was? Nee, da wirst du zusammengeschlagen von uns. Nee, nicht von uns. Oh. Von den anderen. Ich okay, auch, was? Achso, ja. Ich wurde so oft gefragt, mal, bist du der echte Dude? Ne? Ja. Und wurde mit der Waffe bedroht. Ohne Scheiß. Also, ich würde keinen B-Helm anziehen. Das ja, also mir ist schon aufgefallen, die Leute sind hier ein bisschen wild drauf, ne? Die sind meistens immer ziemlich schön angepisst. Ja, aber. Wenn man was Falsches sagt. Wenn es um die B-Helm-Boys geht, ne? Da kennt ihr keinen Spaß. Ja, wie gesagt, so ein Helm, der wäre wohl praktisch, ne? Aber bevor ich hier nachher noch Stress kriege, ne? Kannst du ja mal probieren. Mal gucken, wie lange du es packst. Ansonsten kannst du ihn ja wieder ausziehen. Ich kann mich auch ganz ausziehen und nur den Helm anziehen, das ist auch nicht schlecht. Ja, das ist deine Entscheidung. Oh, ich habe mir Motorrad geholt. Junge, Junge, das war jetzt mal unser Fucking Talk seit 2 Tagen, seit 3 Tagen. Ich hab so ein Gedächtnisstand bisher. Achso, war das ein bisschen zu viel die letzten Tage oder was? Das hat das nicht mehr weiß. Ja, wie gesagt, das mit dem Alkohol, ne? Ein bisschen Promille im Blut und dann vergisst man das ganz schnell, ne? Okay. Bin auch immer der Jüngste, ne? Mit meinen 47 Jahren. Das heißt, deine Leber ist trainiert? Ja, aber die hält schon einiges aus. Bist du am Samstag da? Also, Welt, ne? Bist du am Samstag da? Am Samstag? Das weiß ich noch nicht. Am Samstag gibt's für 15k frei saufen. Ja, dann muss ich ja wohl da sein, ne? Weil für 15k, ne?
kriegst du einen Eintritt, frei saufen bei den Lost MCs, ne? Und mein Bruder, ne? Hier. Ja? Ne? Und ich, ne? Wir treten auf. Wir machen eine Live-Musik, ne? Ja, da muss ich auf jeden Fall dabei sein auch. Er ist an den Drums und ich bin an der Gitarre. Dann geht's hier voll. Meine Stimme ist bestimmt richtig schlimm. Mit dem komischen Dings hier. Können wir vielleicht ein bisschen die Stadt zeigen oder so vielleicht? Wie du willst angeln? Ob man so machen kann? Der Pablito ist da, deswegen sag ich. Achso, der Pablito ist bei der Angel. Ja, wir sind erstmal angeln, denke ich. Ja, können wir machen. Junge, diese Jacke, die ist auch so wild, ne? Ja, nur ansonsten? Was hast du dir noch nichts angucken in 3 Jahren? Ja, ich habe ein bisschen geguckt hier wegen Holzhacken und so weiter. Ne? Das habe ich halbwegs hinbekommen. Nach schwierigen also Hin und Her. Holzhacken ist echt schlecht. Entweder Pilze oder Angeln. Oh, ja. Pilze, das kommt mir bekannt vor. Ja, Pilze, so siehst du aus, ne? Ne, meine Mutter hat damals immer welche gekocht, aber irgendwann, ist er dabei draufgegangen, ne? Da waren wohl die falschen Pilze. Okay, weißt du, wie ich das immer mache mit den Pilzen? Nö. Guck, ich zieh meine Schuhe aus, ne? Und dann pflück ich sie direkt. Ach so, ja, auch nicht schlecht. Ich hab immer hin und wieder, ach nee, komm, egal, das sag ich jetzt lieber nicht. Okay. Schon. Das Problem hab ich auch manchmal. Okay, weißt du aber was der Unterschied zwischen ihm und einer Pizza ist? Also die Pizza gibt's auch ohne Pilze, ihn nicht? Ja. Ah, jo, das wollte ich auch fast sagen, ne? Siehst du? Das ist ganz einfach. Ja. Mal los? Ja. Willst du mitkommen? Aber hey. Ja, wenn ihr noch einen Platz frei habt, dann gerne, ne? Ansonsten, ganz ehrlich, mich gibt's auch nicht ohne Pilze. Ah, ein paar Pilze sind nicht verkehrt. Hat man immer was zu naschen dabei, ne? Genau. Ja. Jo. Bestell dir kein Auto, wenn du unter dem Dach vom Eingang stehst von dem Shop. Mein Auto. Was passiert denn dann? Mein Auto liegt jetzt auf dem Dach und er muss weiter ein neues Auto auf jetzt. Eieiei. So eine Scheiße. Es liegt jetzt einfach auf dem Dach. Ach so, ein Dreck. Warte mal, ich sehe den Chat gar nicht richtig. Was ist das für ein Müll hier? Das sehe ich, das ist mein Auto. Mein Auto liegt auf dem Dach, Alter. Ah, das geht doch mal. Muschi, Junge. Hey, Muschi, Junge. Wie war's, Junge? Boah, das ist doch ein geiles Ding, du. Wo wir angeln gehen, Junge? Ich pick dich ab, Junge. Jo, Jungs, ich bin mal kurz im Kopf, ne? Ich muss mein Wort abchecken. Alles gut. So, jetzt bin ich wieder drin. Was soll denn hier los sein, ne? Bisschen GTA hier. Dieses Video ist nicht verfügbar. Paar Friends finden Hashtag hier. 5000. Wenn ich auf deine Eule gehe. Bei mir ist noch alles da. Was für eine Eule? Eule, meine Eule. Als Haustier oder was? Nee, Twitch. Oh. Ja, ich glaube, ich habe auch eine Eule als Haustier, ne? Glaube ich. Das auch. Kann gut sein. Aber ich glaube, die ist tot. Ich hab's neu gestartet, jetzt geht's nicht. Die ist tot? Wieso ist sie tot? Ja, mal hin und wieder ist sie tot, ne? Nicht gefüttert, hä? Muss man reanimieren und dann geht das wieder, ne? Ja, okay. Wie heißt denn deine Eule? Ah, ich weiß nicht, Digga. Eigenwerbung stinkt, ne? Ach. Klein oder groß? Klein. Ganz klein. Ja. Klein, aber fein. Gegenseitig unterstützen, Junge. Ja, das ist immer gut, ne? Ja. Bin da. Jo. Jo, ich hab grad gesehen, ich hab Schwarzgeld in meiner Hose. Ja, kann sein. Was macht man damit? Kannst du Moin. Im Schwarzmarkt kaufen. Ach so, interessant. Aber du brauchst halt mindestens 300k oder so, oder 100k oder so. Na gut, mit 15.000 komm ich nicht weit, ne? Nee. Hab schon wieder ein paar Freunde gefunden hier, mashallah. So langsam läuft, so langsam finde ich da mich zurecht. Digga, die Flasche ist auch wild, Alter. Riesenbatzen, Alter. 1 Liter Flasche einfach. Hast du Essen und Trinken, Gunibert? Es sieht noch gut aus bei mir, ich guck mal eben. Kann dir was geben? Damit komme ich klar. Ich hab 2 Sandwich und 2 Trinken. Nee, warte, ich geb dir noch was.
Ach, das passt schon. Nee, bin ich so durstig. Ich habe keine Grafikbugs, läuft alles bestens. Kannst von jedem 10 nehmen oder so, komm. Wo, wie, was, wo, was? Wie, wo, was? Das geht? J. Oh, geile Sache, jo! Krass, richtiger Dealerwagen hier. Ich nehme auch gerade noch was raus, Dave. Oh, jetzt habe ich aus Versehen alles genommen, hoppla. Wie nimmt man, Kannst oben eingeben, wie du da reinpackst und so, weißt du? Hast du geschafft? Nö, da holt immer alle rein hier, der Bengel. Nee, musst du oben. Ja, da habe ich eine 5 eingegeben. Aber das ist bei mir grau. Also irgendwie, ja. Kann eigentlich nicht sein. Wie soll denn das funktionieren? Also ich kann die nur mit Rechtsklick, rechten Daumen hier oder so rausnehmen und rüberziehen. Genau. Eingehen. Ja, sag das doch gleich, jetzt funktioniert's. Ja, mal gucken, wie lange ich noch mache, ne? Je nachdem, was hier so los ist. Ja, danke auf jeden Fall. Dann hau ich mir mit einen rein, ne? Warte kurz. Ja. Wie, was hab ich da an? Ist doch normal. Normale Klamotten. Weiß nicht, was du hast. Das ist Designer-Kram hier. Kommst du mit? Ja, ich muss kurz noch einen saufen hier, ne? Nö. Scheiße, yo. Ich wusste nicht, ob man da irgendwie, ne? Ich hab noch nie geangelt. Ja, Moment, wir holen. Ich hätte das letzte Mal 5 Kisten kriegen können, ne? Okay. Die Chance ist vorbei, Digga. Warte kurz hier. Hast du genug Geld dabei? Oder ja, na klar. Bin noch reich. Der reiche Kunibert mit seinen 10.000. Ich guck mal kurz, was in meinem Kofferding da drin ist. In meinem Case. Na, wenn du jetzt das BMW bekommst, dann klatsch ich dich. Nein, Spaß. Ach, nur Müll wieder bekommen. Immer derselbe Müll. Ja? Schutzweste. Ja. Was soll ich denn auch damit? So, jetzt können wir.